Ja, hallihallo Leute, ich bin's wieder, TOSRP. Diesmal geht's um die Mauser Royal, um die normale Mauser, besser gesagt. Also Mauser M1896. Die Mauser meine Maus ist so langsam. Entschuldigung. Ja. Oha. Okay. Kam im March 2011 Patch raus. Mit der M4 Spring sowie die Dual Uzi. Ja, das Dual Uzi Review habt ihr ja sicherlich schon gesehen. Und ja, diesmal geht's einfach um die Mauser. Ganz am Anfang. Eigentlich passt sie zu diesen Oldschool Waffen, sowie die Thompson, die Winchester oder Winnie genannt oder die FRF2. Die FRF2 ist ja auch eine Sniper, eine CP, und die Thompson und die Winchester sind so für GP erhaltbar. Leider hat die Mauser nicht Full Wallbang, das wäre echt geil gewesen. Hätte die Full Wallbang, aber leider hat sie nur zu 35%. Und das leitet auch noch ab, dass ich euch, dass ihr jetzt die Power erfährt. Okay, ihr habt sicherlich auch schon gesehen, dass man hier mit Rechtsklick steht hier schon Change to Automatic and Change to Triple Firing Rate Mode wechseln kann. Triple Firing Rate Mode ist sehr nützlich, denn ich schieße pro Schuss 3 Schüsse. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich spiele eigentlich auch nur so damit. Nochmal einen fetten Dank an Analreiter, der mir das alles zur Verfügung gestellt hat. Und ja. So, vom Pump Power her, sie braucht 2 Schüsse auf den Kopf. Mit einem Schuss macht sie an die 64 bis 88 Damage. Von der Close Range habe ich das her gemessen. Von der weiteren Range her braucht sie dann mehr Schüsse. Auf die Brust braucht sie... Das habe ich hier aufgeschrieben. Entschuldigung. Da macht sie an die 42 bis 44 Damage. Reicht eigentlich, denn sie ist eine 3-Hit-Waffe, also mit 3 Schüssen könnt ihr schon einen umbringen. Zudem ist es sehr, sehr nützlich. 15 zu 30 Munition. Eigentlich genügend, die man braucht. Auf den Fuß macht sie an die 40 Damage von der Close Range. Ja. Und von der 35% Wallbang, die sie hat, macht sie auf den Kopf an die 27 Damage von der Close Range natürlich. Und auf die Brust macht sie an die 15 Damage. Ich bin mit den Einzelschuss noch nicht vertraut, ihr seht es wahrscheinlich auch. Ich spiele lieber mit diesem Automatik-Shit. Denn damit ist es viel sicherer, einen zu töten. Oh, jetzt komm nochmal. Was mir sehr gut gefällt, ist das Nachladen. Das ist wirklich geil gemacht worden. Leider kann ich das jetzt nicht zeigen, da ich 7 zu 0 Munition habe. Wie gesagt, ihr habt 15 zu 0 Munition. Die reicht leider nicht aus. Ihr solltet euch unbedingt ein extra Magazin kaufen. Denn das ist echt stressig, wenn jetzt die Munition leer geht. Und ihr müsst dann mit Knife da jetzt durchheizen, wenn ihr kein permanentes anderes Knife habt, außer das Original jetzt. So, okay. Vom Recoil her, ich zeig euch gleich mal. Ihr seht schon sicherlich den Recoil. Der geht echt krass nach oben, jedoch ist es gar nicht so schlecht, denn man macht recht oft Headshots. So, ich schieße einfach mal mit Triple Firing auf die Wand. Der ist eigentlich genauso identisch, wenn ich jetzt ganz oft mit dem Einzeldingsbums hier tippen würde. Naja, nicht so sehr. Warum muss eigentlich immer das Game enden? So, ja. Ich zeige euch einfach mal nochmal wieder eine Wandspread. Okay, einmal mit Triple Firing. Ihr seht schon, 15 Munition in diesen paar Sekunden leer geschossen, ist ganz schön grandios. Ähnelt sich fast. Also, letztes Mal, als ich noch das gemacht habe, da hat sich das echt so gut wie geähnelt. Aber okay. Ich habe schon keine Munition mehr. Ihr seht, die geht recht schnell leer. Also, ihr solltet euch unbedingt ein extra Magazin holen. Wenn schon, denn schon. Ja. Ihr habt die Auswahl, mit Rechtsklick zwischen den Modes zu wechseln. Ob ihr jetzt mit Rechtsklick jetzt
Automatik wollt, also Einzelschuss, oder eben halt mit Rechtsklick den Burst Fire oder Triple Fire auch genannt, spielen wollt. Ich kann euch nur empfehlen, besser gesagt, den Burst Fire zu nehmen, also Triple Firing, denn der ist einfach nur nützlicher. Ja. Okay. Vom Gewicht her wiegt sie nicht wirklich schwerer als die anderen Pistols, denn Pistols normalerweise sind ja eigentlich von der gleichen Gewichtsklasse her aufgelistet, denn die können nicht wirklich viel anders wiegen. Sind ja alles Pistols und keine MGs oder sowas. Lappen! Naja, ich bin einer. So, okay, vom Aussehen her, ihr seht schon, wie gesagt, sie passt sehr gut zur Winchester Thompson oder FFF2 oder eben halt anderen Oldschool-Waffen, denn das ist einfach nur Hammer. Erstmal, wie sie nachlädt, erstmal, wie sie schießt, alles passt mit dem Konzept zusammen. Wie sie nachlädt, dieses Stangenmagazin reinsteckt und dann wieder rauszieht, wenn er die Patronen da reingesteckt hat. Jedoch, ich finde, das ist einfach eine Hammerwaffe. Ich mache damit eigentlich auch nur Kills und ihr habt sicherlich schon am Anfang des Videos gesehen, diese Kill-Kombi, das war sauber. Ja, das sah echt geil aus gerade. Also, mir macht das einen heiden Spaß, mit der zu spielen. Ich hoffe, euch auch. Sie ist für ZP temporär, sie ist für ZP erhältlich. Eine Crate kostet an die 1000 ZP. Und je mehr ihr ausgibt für die Mauser, desto höher ist ja die Chance, wie jeder eigentlich weiß. Und einfach nur Hammer, ihr seht, die schießt hammer schnell viele Schüsse hintereinander. Damit kann man locker Double Kill machen. Oder Ultra oder was weiß ich für Kills. Das ist Hammer mit der Waffe. Ich muss sagen, das ist meine Lieblingspistole von allen. Ich hätte gerne die Mauser Royal Dragon gewonnen. Jedoch habe ich nur eine Kukri gewonnen und ich habe echt viel zu viel Geld ausgegeben, das muss ich selber zugeben. Dominating. Ja, ich liebe die Kukri. Oh mein Gott, die Kukri, natürlich die Kukri auch, aber die Mauser ebenfalls. Ich hätte so gerne die Mauser Royal Dragon, ey. Das ist einer meiner Lieblingswaffen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch schon, warum ich die so angöttere, denn das ist einer der besten Knives, oh Gott, ich vertausche alles, besten Pistols, oh mein Gott, die ist so nice. Erstmal, wie sie die um die Hand wickelt, das ist ja auch schon richtig geil, und wie sie erstmal nachlegt, mir gefällt das so sehr. Ich schieße ein, zwei, dreimal, dann steckt der Munitionsstab oder sowas rein, drückt die Patronenhülsen rein und kann dann gleich wieder weiterschießen. Das ist Hammer gemacht. Ba 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 ba, I love it. Nein, Spaß. Da 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 da, ich liebe es. Oder wie das auch immer geht, der Slogan von McDonald's. Okay, erstmal nachladen. Ey. Okay, ich denke mal, das war's. Ich werde das Spiel noch zu Ende spielen. Dankeschön. Und wenn ihr mich abonnieren, Analreiter, würdet. Analreiter, Entschuldigung. Wenn ihr mich abonnieren würdet. Fragt doch nicht, warum ich Analreiter sagen muss. Oder soll. Aber ich tue es einfach. Ja, bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin ein bisschen durcheinander. Denn diese Waffe macht mich echt geil. Turnt mich an, turnt mich ab. Und bis dann.